So, hola, hola, ¿qué tal? Hier aus Fuerteventura, meiner heißgeliebten Insel Fuerteventura. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Objekt 23C1, eine moderne Bauhaus-Villa, Neubau, Rohbau, aber in den Endzügen. Und ich dachte mir, bei dem schönen Wetter zeige ich Ihnen mal genau, was jetzt dann der Sache ist. Im Hintergrund haben Sie schon den Blick bis rüber nach Lanzarote. Denn ich befinde mich jetzt hier, ich mache mal einen kleinen Schwenk, auf der Dachterrasse. Und da bekommen Sie auch einen 26 Quadratmeter Pavillon hingebaut, komplett verglast. Da sind wir jetzt hier, direkt hinter mir, überdacht, voll verglast, also windgeschützt. In diese Richtung sehen wir den Bayuyo, ehemaliger Vulkan, aber keine Angst, letzter Ausbruch war hier auf Fuerteventura, aber vor 5000 Jahren, null Aktivität hier auf Fuerteventura. Anders wie auf Lanzarote, die haben noch, wir nicht, gewonnen. Sie sind übrigens unglaublich eingebettet, denn sie haben zu ihrer Linken hier kulinarisch und hier steuerrechtlich sind sie bestens aufgehoben. Da drüben Restaurantbesitzer und da drüben ist meine Steuerberaterin. Also mit der arbeite ich privat und natürlich auch beruflich zusammen. Also sie sind super aufgehoben. Essen, Trinken und Finanzamt, perfekt. Okay, eingebettet. So, was haben wir hier noch auf Coralejo? Sag ich Ihnen kurz schnell in diese Richtung da hoch. Und da ist ein sogenanntes Malpaís und direkt da dahinter befinden sich die Supermärkte und zwar ein Lidl und auch direkt nebendran eine sogenannte spanische Kette namens Mercadona. Ja, man kann auch hinlaufen, aber mit den Taschen dann heimtragen, also mit dem Auto eine Minute und dann sind Sie vom Sortiment gut aufgehoben. Hinter mir sehen Sie dann den Blick nach Coralejo runter zum Hafen. Das sind den ganzen Tag von früh morgens bis spät abends Fährbetriebe, die mit Fähren darüber fahren, den ganzen Tag rüberpendeln nach Playa Blanca, Lanzarote. So, um Ihnen nochmal das auch von oben zu zeigen, ich werde gleich runtergehen und dem EG Ihnen noch mehr erzählen. Hier bereits sehen Sie den Schacht ausgehoben, 3 auf 8 Meter der Pool. So, und ich dachte, das gefällt Ihnen, wenn ich Ihnen jetzt mal kurz zeige. Ja, da geht was, sind wir bald fertig. Also, geht gleich weiter unten. So, jetzt sind wir unten im EG. Neubau, Megelschütze, sagt der Schwab, sind die Vorgaben, also erfülle ich gerne. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter, erzähle Ihnen das mal kurz. Wir sind jetzt hier im EG, der wird gerade, oben ist die Verschalung, wird oben dann bald runtergenommen von der Decke und Grundfläche von dem Grundstück 600 Quadratmeter, 3 Schlafzimmer, 3 Bäder und Sie haben 2x Veranda. Die Wohnfläche im EG beträgt 103 Quadratmeter und sage ich kurz schnell, da drüben ist ja schon der Pool und jetzt wird's richtig spannend. Ich bin jetzt gerade hier so im Wohn-Esszimmer-Küchenbereich und das zeige ich Ihnen auch noch. Hier geht's runter, ist die Treppe zum Keller, denn Sie haben nicht nur einen voll ausgebauten Keller, was außergewöhnlich für Fuerteventura ist, sondern Sie haben dazu dann auch noch einen Patio. Da laufe ich jetzt mal kurz schnell hin. Da werde ich nachher mit der Leiter, die da schon anlegt, auch noch runtergehen und in den Kellerbereich zeigen. Das ist der Schacht für den Patio. So, dann haben Sie eine Vorstellung. Nochmal einen kleinen Bereich im Haus, im Garten. So. Das war's. Jetzt gehe ich schon mal runter die Leiter und melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Mikrofon an. Neubau. Neubau. Jetzt laufe ich mal hier durch den Keller, 75 Quadratmeter. Hier ist die Ausschachtung für die Treppe, die dann hier abwärts führt. 75 Quadratmeter. Ich gehe mal weiter. Ich mache mal kurz schnell. Das ist im Endeffekt der Lichtschacht für den Patio, den sie noch haben. Und wenn ich weitergehe, laufe ich jetzt in den Bereich, wo hier dann tatsächlich noch ein Gäste-WC ist. Und zwar können Sie das hier unten schon sehen, da wurde vorbereitet für die Ableitung des Wassers.
So, dann gibt's noch einen Kellerraum zusätzlich. Und dieser Bereich hier wird dann super schön zugemacht, offen, lichtdurchflutet mit großen Fenstern. Und dann haben wir noch zusätzlich diesen Patio. So, jetzt haben Sie den Eindruck von dem, das ist richtig mit Echo. Nochmal, die Immobilie ist ein Goldstück, denn im Keller in der Form wie hier jetzt bei dieser Immobilie, das finden Sie nicht oft. Das war zum Glück machbar von der Struktur. Das harte Gestein hat es zugelassen. Da war eine kleine Senke drin und die hat man eben dann noch erweitert und so konnte es machen. Sie sehen auch hier zum Beispiel handwerklich super sauber gemacht. Die haben wasserabweisenden Beton hier unten benutzt. Und außen, das zeige ich Ihnen noch kurz, die Noppenbahn super toll verlegt, handwerklich. Ich war mit dabei. Da ist kein Knick, kein Riss, kein gar nichts dabei. Und auch die Drainage haben wir mit Schotter super aufgefüllt. Deswegen, Sie haben hier dann keine Probleme. Sollte es mal regnen, gibt es keinen Wassereinbruch. Dafür ist der Bauträger zu gut, handwerklich. Gehen wir nochmal kurz hier hoch. So, da sehen Sie nochmal den Patio. Und unten können Sie schon sehen, ist alles schön mit Schotter. Die Noppenbahn ist natürlich jetzt nicht mehr ersichtlich. Aber ich garantiere Ihnen, weil ich war mit dabei an dem Tag, als es gemacht wurde, als Elektromeistersohn, der schon ab 7, 8 Jahren auf Baustellen mitgearbeitet hat, mit der Hilti T72 bewaffnet, bei meinem Vater. Das wurde handwerklich extrem gut gemacht. Jetzt sind wir im Außenbereich der Garten. Ja, im Garten haben sie vorne wird eine Einfahrt geben, da ist noch ein Stellplatz für ein Auto. Und hier ist die Gartenanlage. Da ist jetzt der Pool. So. Und da gibt's dann noch hier hinten einen Ruhebereich. Bekommen Sie dann auch noch etwas hingebaut. Und wenn Sie sich jetzt noch einbringen, ja, dann ist immer so eine Geschichte, dann hat man Vorteile, weil man kann, wenn es die Baugenehmigungen zulassen, vielleicht noch hier und da die Sonderwünsche mit einfließen lassen. Nicht nur bei der Innenausstattung, weil da ist nur eine Küche dabei, aber auch andere Geschichten. Und hier ist dann der Grillplatzbereich vorne zur Straße. So, hier sehen Sie, da ist auch noch Gartenfläche. Und normalerweise wird es mit Pekon aufgeschüttet eben und die Anpflanzungen werden vorgenommen. Wenn Sie jetzt schon einsteigen und das Projekt übernehmen, dann können Sie sich da einbringen. Dann werden die Anpflanzungen nach Ihren Wünschen dann vorgenommen. Das ist ja selbstverständlich. So, jetzt laufe ich nochmal rein in das Objekt. So, wie gesagt, alles Taco. Und nochmal, ich bin extra jetzt mal ruhig. Sie hören nichts. So. Kleiner Schwenk. Rüber Richtung Schwimmbad. Da hinten ist das. Der Patio. Und da geht die Treppe dann runter. Übrigens, zur Dachterrasse gibt es dann eine Außentreppe hoch. Und zwar hier an dieser Stelle. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt ein klein bisschen mehr den Einblick vermitteln, wie die Bauarbeiten vorangeschritten sind. Und wir sind auf einem tollen Wege. Ich selber freue mich schon tierisch drauf, wenn das Ding dann eingeweiht wird. Der Blick da oben ist einfach phänomenal. Ich wünsche Ihnen alles Liebe. Ciao.